Der seit 15 Jahren in der Türkei wohnhafte und unter der Aufsicht der UN stehende Abdulkader Yapchan, ein führender Kopf der Uiguren, ist mit lokalen Einschränkungen aus einem chinesischen Internierungslager entlassen worden. 2016 wurde Yapchan verhaftet. Bei seiner Vorführung zum Richter verlangte die chinesische Regierung seine Ausweisung aus China. Wie Yapchan den Journalisten gegenüber versichert, werde Ost-Türkistan trotz der Tyrannei Chinas weiterhin unermüdlich Widerstand leisten. Chinas militärische Stärken liegen wegen zwei Jahrzehnten grundlegender Modernisierung vor allem in Bereichen wie Cybertechnik und Weltraum. Dennoch sei der Staat grundlegend auf die Technologie anderer Nationen angewiesen. Das Pentagon warnt vor chinesischer Spionage, die darauf abzielt, militärische Technologien zu übernehmen. Um zu diesem Ziel zu gelangen, verwende der chinesische Geheimdienst Taktiken wie gezielte ausländische Direktinvestitionen, Cyberdiebstahl oder entsende Privatpersonen, die Zugang zu diesen Technologien enthalten. So der Pentagon-Bericht. Bei Kämpfen zwischen den Truppen der Regierung und der Miliz des Generals Haftar sind seit dem 4. April hunderte Menschen umgekommen. Die Schlacht um Tripolis forderte bisher 400 Tote und 2000 Verletzte, während 50.000 weitere Menschen wegen der blutigen Gefechte gezwungen waren, zu fliehen. In einem Telefongespräch unterhielten sich Putin und Trump über Handelsfragen, die Ukraine, Nordkorea, die atomare Abrüstungskontrolle und den Konflikt in Venezuela. Trump begrüßt die Ansicht Putins, dass die Venezolaner ihr eigenes Schicksal bestimmen sollen und es keine Einmischung von außen geben sollte. Eine weitere Gesprächsrunde zwischen Vertretern der Vereinigten Staaten und hochrangigen Taliban-Mitgliedern in Katar verhandelt weiterhin, wie auch bei der letzten Zusammenkunft, über zwei Streitfragen, die eine Annäherung begünstigen konnten, falls eine Einigung gefunden werden kann. Die Taliban fordern einen Abzug aller ausländischen Truppen in ihren Gebieten. Die USA dagegen wollen eine Garantie der Miliz, dass diese keine weiteren Terroranschläge von Afghanistan aus planen. US-Chefunterhändler Salmay Khalilzad ist überzeugt von der Möglichkeit zur Konfliktlösung und zum Waffenstillstand, sollten beide Parteien einander entgegenkommen.